Die UN in New York, wieder ein Ort der Machtlosigkeit und Ohnmacht. Am Abend gab es erneut keine Einigung auf zumindest vorübergehenden Frieden. Diesen Nachmittag soll es einen neuen Versuch geben, den Menschen in der syrischen Region Ghouta endlich zu helfen. In Washington machte US-Präsident Trump mit Russland und Syrien auch den Iran für das bisherige Scheitern einer Lösung verantwortlich. Das ist eine menschliche Schande. Wir sind nur aus einem Grund in Syrien. Wir wollen den IS ausschalten, dann ziehen wir uns zurück. Ghouta bei Damaskus ist seit einer Woche unter Dauerbombardement syrischer Kampfflugzeuge. Die Bevölkerung ist von internationaler Hilfe abgeschnitten und auf sich allein gestellt. In Brüssel appellierten Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron an Moskau, auf eine Waffenruhe hinzuwirken. Wir haben den russischen Präsidenten eindringlich aufgefordert, alles zu tun, damit im UN-Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet werden kann, damit ein Waffenstillstand geschafft werden kann, bei dem auch ein humanitärer Zugang von Hilfskräften möglich ist. Auch Paris setzt sich für eine schnelle diplomatische Lösung ein. Ich denke, dass es im Interesse aller ist, dass man eine Evakuierung, Hilfe für die Bevölkerung und einen Waffenstillstand erreichen muss. 500 Menschen sollen inzwischen in Ghouta gestorben sein, unter ihnen auch Kinder. Und der Beschuss hält an. Seit 2013 ist die Rebellenhochburg von syrischen Regierungstruppen belagert. Die Menschen leben vorwiegend im Untergrund. Seit die Kämpfe wieder aufgeflammt sind, können Hilfsorganisationen Ghouta kaum bis gar nicht erreichen.